Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer da draußen, hier wieder bei einem neuen Tutorial mit dem Bloopy. Ich habe mir überlegt, es gab ja schon gutes Feedback und auch negatives Feedback zu meinem Video von Magics 2016, meine ersten Eindrücke. Im Endeffekt ging es ja darum, wirklich mal ganz schnell durch das Programm durchzufliegen, mal gucken, was hat sich geändert, was man sofort sieht und gar nicht eine Detailvorstellung vorzustellen, was so manche erwartet haben. Und alle, die meinen Kanal gut kennen, wissen ja, ich stelle die Funktion im Detail vor. Und ich habe mir heute mal vorgenommen, ich will euch heute im Endeffekt die Filmvorlagen mal etwas schmackhafter machen. Weil da hat sich in Magic 2016 viel getan. Und wir fangen nämlich erstmal an, dass wir in Magic 2015 reingucken. Ja, also bei klassisch, was sind eigentlich Filmvorlagen? Viele sehen das immer, wenn man das installiert, dann kriegt man es bei Magic 2016, bin ich der Meinung, hat man sofort angeboten bekommen. Bei den 2015er kann man das hier über diese Gratis-Downloads, genauso wie beim 16er, mehr oder weniger starten. Dann geht halt so ein kleiner Manager auf, mit dem man dann eben halt diese Vorlagen auswählen kann. Ich hoffe, das geht jetzt ganz, ganz, ganz schnell. In diesen Filmvorlagen könnt ihr mehr oder weniger, die könnt ihr installieren, habt ihr hier diese schöne Auswahl. Das sind also vordefinierte Möglichkeiten. Was man genau damit machen kann, ist es folgendermaßen. Da hat sich ein bisschen was zum 2015er zu 16er geändert. Das zeige ich euch gleich primär in den 16er. Aber ich werde jetzt mal zeigen, was kann ich beim 2005er dazu machen. So, ich habe jetzt also hier so eine allgemeine Präsentation, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder Abenteuer, oder ich habe Action. Ich sage halt, ich will so ein richtig geiles Action-Ding machen. Oder hier der Dschungel. So, wir nehmen uns jetzt mal den Dschungel vor. Wenn ihr diese Filmvorlage öffnet, öffnet sich beim alten Magics, bei 2015, dieser spezielle, ja, Wizard, der euch mehr oder weniger dahin bringt. Ja, und die Vorlagen sind im Endeffekt, man hat hier eine gewisse Zeit, die jetzt gesamt gesehen läuft. Ne? Also man sieht jetzt hier Magics präsentiert und so weiter. Dann gehen hier diese Bilder über und das sind halt die Bewegungen. So, und jetzt kann man halt hingehen und klassisch beim alten Magics, ja, hier eben halt sagen, okay, ich will das Bild da rein, denn das kann hier jetzt die Texte anpassen, ja, ab alles in der Wildnis, also kann hier so Schritt für Schritt die Sachen machen. Der Nachteil ist dabei, wenn man jetzt hier solche Bilder zum Beispiel hat, wir können jetzt mal hier, nehmen wir mal das Bild noch dazu und ich starte das mal von hier vorne, dann seht ihr, okay, Magic's präsentiert, ja, jetzt läuft das durch, dann kommt das nächste, wird umgesetzt und im Endeffekt die ganzen Bewegungen innerhalb des Bildes, wenn ihr genau schaut, dieses rein, raus, zoomen, das ist die Filmvorlage, die ihr dann habt. Cool gemacht, ging auch schon bei Magic, wie gesagt, 2015, aber im 2016er ist da ganz viel passiert. So, ich mache das mal hier gerade auf. Ich habe hier was vorbereitet. Und zwar ist es halt so, dass im 2016er neu mit reingekommen ist, dass jetzt die Filmvorlagen als erstes eine verdammt viel größere Auswahl gibt. Aber was ich persönlich viel, viel interessanter finde, dass sie jetzt in Zeitbereiche eingeordnet sind. Das heißt, es gibt jetzt hier zum Beispiel eine bestimmte Anzahl. Wir nehmen jetzt mal das City Light als Beispiel. Man kann jetzt bei 15 Sekunden gucken, ob es ja, dieses mehr oder weniger gibt. Man sieht hier bei 15 Sekunden, man kann es aber auch bei 90 Sekunden sehen. Und dann ist halt diese Filmvorlage schon passend auf der Länge gesetzt, sodass ich halt gleich weiß, okay, wie lang ist eigentlich die Filmvorlage? Das hatte ich beim 2015er so nicht als Möglichkeit. Da musste ich mir mal alle öffnen und dann wusste ich halt, okay, wo sind sie etwa eingetimt. Was ist dadurch auch, finde ich persönlich ganz cool, es sind halt eigentlich sehr schöne dabei und man kann so ein bisschen gucken, okay, was habe ich eigentlich am Material und anhand denen entscheide ich, welche Vorlage nehme ich. Ich mache jetzt mal hier als Beispiel eine 60-Sekunden-Geschichte. Das Dschungelding scheint nicht mehr drin zu sein, wenn ich es jetzt, ich sehe es gerade nicht. Ist natürlich ein bisschen schade, aber gut, kriegen wir hin. Dann nehmen wir so einen 60-Sekunden-Trailer und ich hatte mir da die 360 Grad ausgewählt. Da ist es. Wenn man Doppelklick macht, ist es im Endeffekt gleich jetzt wie beim alten Magics. Man kann hier auch wieder die Bilder einzeln einfügen. Man kann hier auch seine Titel definieren. Also Intro-Titel könnte man jetzt sagen, Bloopies, Wildshow. Ja, dann würde man hier runter gucken. Okay, hier gibt es sogar noch einen Outro-Platzhalter. Könnte man hier auch noch schreiben. Bla, 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 Outro. Ja. Und man kann jetzt hier klassisch auch wie damals im alten Magics hingehen und hier ja die Bilder reinziehen. Ja, also das geht immer noch, dass man sagt, okay, ich will das Bild da drin haben. Was aber viel, viel cooler ist, ist, dass ihr einfach alle Bilder jetzt markiert, so wie ich es jetzt hier mache, und einfach nach ganz unten runterschiebt und sagt, ich möchte, dass die Filmvorlage automatisch gefüllt werden soll. Das heißt, Magics guckt sich jetzt an, wo macht welches Bild Sinn und sorgt auch dafür, dass nicht immer die gleichen Bilder drin sind.
So, und wie sieht das ganze Ding jetzt aus bei einer Filmvorlage? Jetzt pass auf, was kommt? Hammer, oder? Warte mal, wir müssen noch... Wir wollen ja den... Oh, Start. Oh, jetzt wird der Text eingeblendet. Ja. Die ganzen Zoom-Fahrten und so weiter sind alles schon vordefiniert. Ihr könnt das natürlich, wie man es jetzt hier sieht, mit Bildern machen, klar. Man kann aber jetzt sagen, okay, ich will vielleicht auch Videos nur einbinden. Ja, dann könnt ihr natürlich auch klassisch eure Videos markieren, wenn ihr jetzt hier bei Rohvideos seid und könntet halt auch sagen, ich schiebe die rein. Vorhin ist mir das Programm abgestürzt, wo ich eine Szene gewechselt habe. Ich guck mal, ob es jetzt immer noch so ist. Ich hoffe nicht. Wenn ich jetzt ein Video reinpacke. Nein, jetzt stürzt nicht ab. Das ist auch wie beim alten Magix, wenn ihr jetzt sagt, also der guckt, welches Bild nimmt. Er nimmt jetzt diesen Bereich. Und man kann hier, wenn man jetzt in diesem Bereich mit der Maus ist, kann man die Maustaste gedrückt halten und kann hier eben halt so lange suchen, wo man hin will, bis man sagt, okay, das ist das Bild oder diese Szene, die ich mehr oder weniger will. Also man sieht jetzt hier, ich bin bei 43 Sekunden, da sind noch viel zu viele Dialoge. Dann gehe ich noch weiter, 80. So, da sieht man jetzt, da kommt jetzt so langsam interessant. Ich laufe also zum Fahrzeug, das heißt, wir spulen jetzt noch ein bisschen vor. So, und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt abspiele, ja, ich mache mal hier, ja, dann sieht man jetzt, klack, ja, und dann wird jetzt 7 Sekunden im Endeffekt dieser Ausschnitt von diesem Film reingerendert. Und das ganze Ding ist, man merkt es schon, darauf getrimmt, dass es passend zu den zu der Musik ist. Man kann natürlich auch solche Sachen anders machen, das zeige ich euch mal in einem anderen Video, und zwar wie ihr mehr oder weniger euer Schnitt, den ihr vorbereitet habt, also euch die ganzen Szenen da reingesortiert habt, nach dem Musik takten könnt. Das machen wir eigens in einem Video. Ich will euch heute, wie gesagt, nur die Filmvorlagen zeigen. So, und was auch neu ist, ist halt hier die Möglichkeit, dass ihr jetzt sagen könnt, also ich habe es bei alten Magix nicht gefunden, dass ich hier sage, okay, dann sagt er eben halt, ja, willst du wirklich jetzt in die normale Videobearbeitung so gesehen rübergehen? Du kannst danach nicht mehr hier dran ändern, also ich kann jetzt hier die Bereiche nicht mehr ändern. Ich sage jetzt hier mal ja. Und jetzt wird das Projekt im Endeffekt im klassischen Magix aufgemacht. Und jetzt könnt ihr nämlich noch schöne Sachen machen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich würde nicht empfehlen, jetzt klassisch hier irgendwie die Bilder auszutauschen. Kann man natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, das Bild passt gerade nicht, tausche ich es manuell aus, lege mir ein eigenes Bild dort rein, schneide das dort rein. Aber das ist halt jetzt wirklich komplett auf die Taktung gesetzt. Ja, man kann jetzt hier unten auch nochmal, wenn man klassisch hier unten sagt, okay, den Text will ich mir nochmal überarbeiten, habe ich jetzt, okay, falsch gewählt. Das kann man natürlich jederzeit. Ihr könnt jetzt hier auch noch die Textpassagen ändern, ihr könnt auch noch weitere Texte einarbeiten. Das heißt, ihr könnt, habt die Vorlage als Vorlage und den Rest könnt ihr machen. Ihr könnt aber jetzt eben halt so Sachen machen, dass ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel in diesem Videoobjekt noch Effekte einbinden. Also möchte halt hier noch zusätzlich, ja, man sieht jetzt hier, da sind ja einige Effekte schon drin, die Farben ändern oder ich möchte noch weitere Sachen reinsetzen. Also, da gibt es dann viele Möglichkeiten. Das könnt ihr eben halt komplett noch anwenden. Das ging nämlich im alten Magix nicht. So, und das ganze Ding ist dahingehend eigentlich cool, weil wenn man das jetzt so abspielen lässt, ich mach's mal gerade, ich hoffe, dass es nicht so laut ist, aber ne, passt mal auf das Ergebnis auf. Das ist einfach der Hammer, oder? Ja, und so könnt ihr Filmvorlagen nutzen und ich hoffe, euch hat das geholfen und auch hier die Erklärung besser, der Unterschied zwischen 2015 und 2016. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr noch Tipps habt für meine Zuschauer, ihr wisst, unten ist die Kommentarbox, schreibt kurz was runter, freut sich jeder drüber. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auch wieder eine schöne neue Funktion zeigen.
Und mein Fazit mit Magic 2016 für die Zuschauer, die bis am Ende gucken. Ich wurde ja schon angeschrieben, so hey, findest du es cool, findest du es nicht cool? Jein. Also es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir bei Magic 2016 sehr gut. Ich persönlich muss sagen, der Promopreis ist ganz sexy, wenn man neu anfängt. Wenn man jetzt ein Update macht, ich hatte jetzt, das Update hätte bei mir 80 Euro gekostet. Ich habe mir jetzt das Abo geholt, also das Magic 360. Muss ehrlich zugeben, bin davon so Zwiespalt. Ich bin aber noch nicht in der Tiefe drin. Ich habe jetzt so ein paar Sachen schon gefunden. Ein paar Sachen habe ich noch nicht gefunden. Also es ist viel, so wie scheint, im Hintergrund gemacht worden. Und ich habe zurzeit auch noch das Problem, dass für mich das Output der Videos, also das Nachrendern, viel zu lahm ist. Also das ging früher viel, viel schneller. Und ich hatte ja früher auch den Main-Content, also dieses spezielle Codec-Paket, das habe ich jetzt auch aktiviert und mit Quicksync und ähnliches, aber irgendwie brauchen die Videos länger und ich weiß einfach noch nicht, warum. Muss ich mal schauen, ob es eher an Settings liegt oder an Video Deluxe 2016. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch einfach meine Videos an und dann könnt ihr entscheiden. Ich denke, wenn ihr Anfänger seid und erstmal anfangen wollen damit, kauft euch Magic Deluxe 2015. Das gibt's bestimmt jetzt über einen klassischen Drittmarkt bei eBay und Co. recht viel, weil viele ja Upgrade gemacht haben. Oder wenn ihr sagt, ihr steigt neu ein, guckt noch, ich glaube, die Promo ist verlängert worden, dann kauft euch das normale Magics. Ihr könnt später auch jederzeit, wenn ihr mehr nutzen wollt, ein Versionsupgrade machen. Und in diesem Sinne sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Bluebi. Bis bald. Tschüss.